Heute holen wir andere Trophies. Vielleicht. Mal gucken, was wir heute so machen. Auf jeden Fall ein bisschen Story und dann können wir noch ein bisschen rumlaufen und Sachen machen. Ja. Die Schneerecht auch, wenn der Mitte Dezember kommt. Ja, finde ich auch. Aber bei uns ist ab dieser Nacht quasi Schnee in der App. Finde ich jetzt nicht so schön. Aber wir können es halt leider auch nicht ändern. Wo muss ich hin? Hier. Hier ist überall... Gut, wir könnten von unten reiten. Aber... Ach doch, wir reiten mal ein Stückchen. Wir sind gestern gar nicht geritten, oder? Weiß nicht. Ja. Das klingt ja nicht so schön, Julia. Was, wenn ihr unterwegs krank werdet? Also ich muss auch sagen, die Pilger, für all jene, die ich habe ja... Ich habe ja Freitagabend auch mit Susi DBD gespielt, aber das hat mir auch gar keinen Spaß gemacht. Die Runden waren super komisch. Ach komm, wir leihen uns hier ein Pferd. Das Schwarze. Los, schneller. Reite doch schneller. Okay, das Pferd ist... Ah, ne, jetzt. Jalla, jalla! Ich wollte gerade sagen, das Pferd ist kaputt. Hast heute aber auch wieder geistig gespielt, das Killer. Ich habe damals mit Trappy angefangen, als ich das erste Mal Killer gespielt habe. Dann habe ich super lange Trappy gespielt, bis ich das Gefühl hatte, ich wusste, wie man ihn spielt. Und dann habe ich Freddy gespielt. Ganz lange und ausschließlich. Und dann habe ich, glaube ich, einfach querbeet gespielt. Ja, gut, Geisti ist halt das Problem mit Taschenlampen, ne? Die könnte ich ja auch einfach verbrennen, sozusagen, auch wenn du unsichtbar bist. Das ist halt nervig bei Geisti. Da musst du sonst dieses Lichtgeborener mitnehmen, oder wie das heißt. Dann könnt ihr dich ja dann nicht blenden. Aber ich weiß gar nicht, ob das dann nur nicht blenden ist. Oder komplett nicht stunnen. Ich wette mit dir, dass sich Enkidu hier bestimmt nicht fliegen lassen kann. Hallo, Nico. Oh. Das Wagnis war zu groß, Sadiki. Verzeih. Wir können auch nie unser Vogel fliegen lassen. Hey, weißt du noch, dass Wasky uns für den Geleitschutz einsetzen wollte? Anscheinend hat sein Meister eine neue Mätresse und bleibt zu Hause. Vielleicht kriegen wir den Tag frei. Nein, das... So kann ich denn den jetzt nicht einfach eliminieren? Oh, keine Ausdauer mehr. Ich wollte es mir nur ein bisschen schwerer machen.
einfach stehen geblieben, bis die ihre Taschenlampen leer hatten. War mir zu doof. Ja. Was anderes bringt ja auch nichts. Was anderes ärgert dich dann nur und das ist die BED nicht wert. Tatsächlich, also... Auch wenn das nervig ist... Nein, es ist zu gefährlich, Enkidu. Aber bevor du dann irgendwann gar keine Lust mehr auf DVD hast, ist das, glaube ich, besser. Modellschiff wichtiger als seine Männer. Und sieh es dir an. Ha. Kaum zu glauben, dass es schwimmt. Es wäre doch zu schade, wenn dieses kleine Schiff Feuer fing. Hä? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Das Schiff anzünden. Okay, ich mache erstmal, ich töte erstmal die ganzen Wachen. Und dann könnten wir das Schiff anzünden, um den Admiral herauszulocken. Ich glaube, der Admiral am Ende ist wieder das kleinste Übel. Größeres Übel ist das hier. Die ganzen Wachen. Okay. Ich habe erstmal nur ein paar Punkte in Geist gesteckt, weil ich ja gar nicht wusste, ob mir das Spaß macht. Ich werde jetzt die anderen ein bisschen leveln, wenn ich Punkte übrig habe, aber ich konzentriere mich auf die Surf. Das Gute ist ja, dadurch, dass die ja das Level-System geändert haben, dass du, sobald du den Geist auf Level 1 hast, haben ja alle anderen Killer auch die Talente vom Geist. Das ist ja jetzt wirklich... Das sehe ich mir... Hey. Gut gemacht. Also ist wirklich für Anfänger super freundlich jetzt. Also, freundlich, ja. Super freundlich ist die Frage. Hey du, halt! Ich hock mich einfach nur hin und das Spiel dreht die Kamera 5 Runden. Das ist ja jetzt ungünstig. Voll von oben im Kopf, habt ihr das gesehen? Nicht gut, schnell weg hier. Oh, verdammt, hier komme ich nicht rüber. Hasenfuß. Okay.
gesagt, ich will ja bloß ein bisschen Action für euch. Was? Soll ja spannend bleiben. Augenblick! Aber sein Speer hält er fest. Ich könnte natürlich hier hinten Wurfmesser auf die Fässer werfen. Dann haben wir voll die Riesenexplosion. Hier steht jemand. Machen wir das halt so. Ja, und sonst so Chat, wie war euer Tag? Wie war der Dienstag? Ich hoffe einigermaßen okay. Ich hätte halt gern meinen Vogel. Aber der wird immer abgeschossen. In der Regel ist montags der schlimmste Tag und wenn dann mittwochs Yoga vorbei ist, ist der Rest eigentlich kein Thema mehr. Das klingt ja so, als zwingst du dich zum Yoga zu gehen. Irgendwie war halt recht okay der Tag. Gab nur ein, zwei Momente, wo ich mich heute wieder gefragt habe, hä? Aber das ist normal. Da oben, der Typi müsste weggehen. Was geht da vor? So. Die anderen sind da hinten. Die kommen gerade hergelaufen. Sehen die jetzt die Leiche und rasten die auf den Linien da lang. Der Admiral legt viel Wert darauf, sein Modellschiff vor dem Feuer zu schützen. Beim Modellschiff. Modellschiff ist für mich eine Nummer kleiner. Ah.
Aber gut. So, die zwei kommen irgendwann wieder hierher gelaufen. Da steht einer. Mal gucken, dass ich vielleicht oben aufs Dach komme. Hier, den können wir zu uns pfeifen. Ich war heute übrigens in der Apotheke, also jetzt vorhin erst. Susi hatte mir ja was empfohlen, was ich nehmen könnte gegen diese Halsschmerzen, diesen Hustenreiz. Aber das hatten sie nicht da. Jetzt habe ich wieder irgendwelche komischen Lutschpastillen. Naja. Solange es was hilft, hoffentlich. Was war das? Hey! Und richtig peinlich, ne? Richtig peinlich. Stehe ich in der Apotheke, gibt sie mir halt diese Lutschpastillen und ich dann so, ja, haben sie vielleicht zufällig noch zwei Corona-Schnelltests da? Und ich denke mir, zufällig, Junge. Das ist eine Apotheke. Die hat bestimmt ganz zufällig Corona-Schnelltests da. Das war wieder so ein richtiger Fremdscham-Moment von mir. Von mir selbst. Ich habe mich für mich selbst geschämt. Oh, hier ist eine Kiste. Hat er sein Feuer rausgeholt. Dort. Glückspilz. Auch du wirst Fehler machen. Warte! Könnte hier hochgehen. Steht einer. Könnte ich hier rüberspringen. Ich muss kurz gucken, ob der Speer sich noch bewegt. Sagen Leute ganz sicher andere. Ja, aber ich dachte mir so, weißt du, so eine dumme Aussage. Haben sie zufällig noch Corona-Schnelltests da? Das war so. Die hatte bestimmt ganz zufällig auch noch ein paar Pflaster da, wenn ich sie gebraucht hätte. Also ja. War so ein richtiger Tina-Moment. Jetzt geht der zur Glocke. Geht er nicht mehr.